Nach dem Frühstück herrscht Aufbruchstimmung am vollbelegten Refugi Kanboy. Wir kaufen in Deja noch Proviant für den Tag ein und machen uns ebenfalls auf den Weg. Wir wandern durch prächtige Olivenhaine in Richtung Meer. Während der GR landeinwärts nach Porte Soyer verläuft, wählen wir zunächst eine Variante entlang der Küste. Die Cala de Deja ist eine romantische Felsenbucht mit einigen Restaurants und Bars. Früh am Morgen geht es hier noch sehr ruhig zu. Wir sitzen eine Weile am Strand und lauschen dem Plätschern der Wellen. Danach folgen wir dem schmalen Pfad, der sich durch die Klippen windet. Die Hänge wurden mit aufwendig angelegten Terrassen für ausgedehnte Ölbaumplantagen nutzbar gemacht. Bald blicken wir auf die Dächer des malerischen Weilers Liukalkari. Zurück auf dem GR 221 erreichen wir die Finca Son Mico. Der stattliche Hof ist eine beliebte Einkehr am vielbegangenen Wanderweg. Auf der Terrasse vor dem Haus lassen wir uns die leckeren Zitronen- und Orangenkuchen schmecken. Weiter geht es auf verwunschenen Wegen, bis wir erste Blicke auf Soyer, die größte Ansiedlung in der Serra de Tramuntana, haben. Das Städtchen liegt in einem weiten Talkessel, umgeben von schroffen Berggipfeln. Rings um Soyer erstrecken sich Plantagen mit Zitrusfrüchten, soweit das Auge reicht. Der zentrale Platz an der Kirche ist zu jeder Tageszeit belebt. Hier treffen sich Touristen und Einheimische in den Cafés und Restaurants. In regelmäßigen Abständen rattert die historische Straßenbahn nach Porte Soyer mitten durch die Tische. Wir wollen unsere Streckenwanderung in Soyer für 4 Nächte unterbrechen. Das Grand Hotel ist uns als Unterkunft allerdings zu kostspielig. So quartieren wir uns ein paar Straßenecken weiter im freundlichen Hostal Nadal ein. Der nahe Markt ist ein guter Ort,
um sich für die Tagestouren in der Umgebung zu versorgen. Die Schnecken, die an diesem Stand verkauft werden, wirken auf uns jedoch etwas ungewohnt. Eine recht anspruchsvolle Wanderung beginnt am Hafen des beliebten Ferienortes Port de Soyer. Schnell haben wir die Hotel- und Apartmentsiedlungen hinter uns gelassen und kommen durch abgelegene Weiler. Jetzt beginnt eine spannende Kraxelei durch eine schroffe Felslandschaft. Mit jedem Meter, den wir an Höhe gewinnen, wird der Blick hinab nach Port de Soyer und entlang der Küste beeindruckender. Plötzlich stehen wir am Eingang einer geräumigen Höhle. Durch die große Öffnung in der Decke fällt genügend Tageslicht hinein, um die Tropfsteine auch ohne Taschenlampe bewundern zu können. Vom Ausgang der Höhle benötigen wir noch eine gute Viertelstunde zum höchsten Punkt der heutigen Tour. Weglos erreichen wir den Putsch de Balic, einen ausgesetzten Felsgipfel. Nun wird der Weg allmählich einfacher und wir machen einen Abstecher zur Font de Balic. Das kühle Quellwasser ist an diesem warmen Tag eine wohltuende Erfrischung. Spontan entscheiden wir uns, auf dem Rückweg noch einen Schlenker zu einem Dorf im Tal von Soyer zu machen. Neugierig beschnuppert ein Maultier das Objektiv meiner Kamera. Dann erreichen wir das Bergdorf Fornalutsch mit seinen stimmungsvollen Gassen. Auf dem Dorfplatz kehren wir zu einer erholsamen Kaffeepause ein. Anschließend setzen wir den Bummel durch den angenehmen Ort fort. Doch auf einmal ist es mit der Ruhe vorbei. Eine Schar Kinder jagt im Rahmen eines Volkslaufes durch die engen Gassen.
vorbei am Friedhof machen wir uns an diesem wunderbaren Nachmittag auf den Rückweg nach Sauillères.